den Irak befreien? Gott, vergib uns. Diese Menschen haben versteinerte Herzen. An diesem Panzer haben wir gestern die 20.000-fache Radioaktivität gemessen im Vergleich zur natürlichen Strahlung. Alle von mir untersuchten Kinder, die erkrankt waren, hatten mit gefundener Munition oder in Panzerwracks gespielt. Ich frage mich, ob die alliierten Truppen, die hier Massenvernichtungswaffen finden wollten, durch den Einsatz der Urangeschosse nicht selbst eine Massenvernichtungswaffe zum Einsatz gebracht haben.